Jo Leute, was geht? Heute für euch wieder 5 Tipps und Tricks. Diesmal zum Thema Fließbänder. Viel Spaß. Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 1 bezieht sich eigentlich darauf, wenn ihr, wie hier zu sehen, zum Beispiel ein Fließband habt mit 2 verschiedenen Items, ihr aber nur eins dieser Items weiterschieben wollt und das nicht unnötig aufwendig mit irgendwelchen Knickarm, Sortierknickarm oder sonst irgendwas, dann könnt ihr das hier einfach so bauen, indem ihr eine Untergrundfließband hinsetzt, was auf gleicher Höhe wie das Fließband sitzt. Somit wird nur das untere Item von dem Untergrundfließband aufgenommen und weitergeschickt. Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 2 ist dieser hier, und zwar ist es möglich, mit den 3 verschiedenen Untergrundfließbändern, gelb, rot und blau, insgesamt 3 Linien auf einer Strecke zusammen lang zu schicken. Das ist eine enorme Platzeinsparung, wenn es jetzt nicht unbedingt auf die Schnelligkeit der Fließbänder ankommt, weil nur mit blauen oder nur roten Fließbändern funktioniert es nicht. Es funktioniert nur mit gelb, rot und blau und nicht mit einer derselben Farbe. Dies ist ein ganz guter Trick. Wie gesagt, wenn es nicht auf die Geschwindigkeit von den Fließbändern ankommt, spart man damit einiges an Platz und Tipp Nummer 3. Tipp Nummer 3 ist dieser hier, und zwar, einige werden es kennen, die mein Let's Play verfolgen, wie ich meine Base meistens aufbaue. Und zwar, wenn ihr jetzt beispielsweise eine Hauptlinie aus Eisen und eine Hauptlinie aus Kupfer habt von irgendwelchen Produktionsstätten, könnt ihr diese jederzeit mit Hilfe von Teilerfließbändern und unterirdischen Fließbändern in jegliche Richtung leiten, die ihr euch vorstellen könnt. Ihr könnt sowohl gemischte Fließbänder draus machen, ihr könnt einzelne Fließbänder, ihr könnt Doppelfließbänder, ihr könnt nahezu alles nach rechts und links abführen, wie ihr das wollt und benötigt für eure Produktionsmaschinen. Ist, denke ich mal, eine ganz gute Methode, die habe ich auch so ziemlich überall benutzt, wo es geht, weil ich es im Grunde her recht gut finde. Es ist halt immer möglich, wenn ich jetzt hier irgendwas dran gebaut habe, einfach zu sagen, komm, ich baue das noch weiter, ich baue noch mehr Maschinen dabei, und es ist überhaupt kein Problem, weil es immer wieder funktioniert. Und also wie gesagt, mit Teilerfließbändern einfach einen Teiler reinsetzen, nach rechts abführen, darunter ein Fließband, darunter den Teiler von dem anderen einführen, nach rechts rausgehen. Da kommt das Untergrundfließband wieder an, geht dann nach links, geht nach rechts, geht nach unten, wie auch immer. So kann man auf deutlich kleinerem Platz komplett so weit nach unten gehen, wie man das für richtig hält und wie man es braucht. Ist, denke ich mal, eine gute Methode und spart einiges an Platz und sieht auch halbwegs ordentlich aus, finde ich. Tipp Nummer 4. Tipp Nummer 4 ist eine etwas kompliziert aussehende Ansammlung von Bauteilen, würde ich es mal nennen, aber es hat alles Hand und Fuß, und bevor ich großartig erkläre, was es ist, werde ich es euch einfach demonstrieren. Also Ausgangszustand ist, dass ein Fließband mit gemischtem Material von 2 Sorten, egal in was für einer Reihenfolge, das kann kreuz und quer sein, ankommt, und seht, was damit passiert. Ja, und wie ihr wahrscheinlich schon festgestellt habt, ist dies eine Sortiermaschine. Wie die im Einzelnen funktioniert, könnt ihr euch jetzt angucken. Einfach das Video pausieren. Ich werde jetzt nicht alles haarklein erklären. Grundprinzip davon ist, was wichtig ist, dass hier in der Mitte bei den 2 Kringeln, hier muss übrigens einmal mit, wenn ihr mit blauen Fließbändern arbeitet, müsst ihr hier auch darauf achten, dass ihr die roten Teiler nehmt, beziehungsweise die roten Untergrundfließbänder, sonst funktioniert es nicht, ja? Das ist wichtig, darauf müsst ihr achten. Wichtig ist, dass in der Mitte hier das Eisen läuft und hier das Kupfer läuft. Das Grundprinzip ist einfach so, hier oben kommt ein Mischmasch von Items an. Er merkt sich, aha, ich habe Eisen drinne, das heißt, ich nehme Kupfer auf. So, das heißt, er nimmt das Kupfer, packt es hier rein, geht über diesen Teiler, die Hälfte wird wieder hier reingeschickt, läuft einen zweiten Kreis und dann wird es hier unten ausgespuckt. Und so habt ihr das Kupfer hier liegen. Das gleiche funktioniert mit dem Eisen. Da diese Maschinerie nicht 1:1 alles macht, ist hier hinten ein kleiner Bypass mit eingebaut, weil einiges geht durch. Das wird dann einfach wieder an den Anfang gesetzt und läuft so lange im Kreis rum, bis es dann letztendlich auch alles sortiert ist.
Ja, ganz gute Sache eigentlich. Und kommen wir zu Tipp Nummer 5. Tipp Nummer 5 ist dieser hier. Ich werfe die ganze Maschinerie mal eben an hier. Ausgangspunkt davon ist, wir haben einen Eingang von Items und wir haben einen Ausgang von Items. Dass die jetzt hier oben wieder im Kreis laufen, das ist jetzt nur, weil ich jetzt hier keine großen Fabriken aufbauen wollte, wo das produziert bzw. verarbeitet wird. Deswegen läuft es im Kreis. Und zwar ist das hier ein Pufferspeicher, nenne ich das. Wir haben hier quasi 8 Kisten, wo Material eingelagert wird und auch direkt wieder ausgelagert wird. Alles, was diese 8 Knickarme nicht schaffen, läuft über einen Bypass hier unten wieder mit rein und es geht quasi auf den Ausgang. Und der Trick ist einfach, wenn ich jetzt beispielsweise eine hohe Nachfrage nach, Beispiel in diesem Fall Eisenplatten habe, ich sag mal, ich brauche jetzt auf einmal, ich baue irgendwas und brauche ganz viele Eisenplatten, und das wird hier unten alles weggesaugt vom Band. So, ich mach das mal so, so und stell mich hin und saug das alles weg. Dann habe ich durch diesen Pufferspeicher, selbst wenn oben nichts mehr ankommt, habe ich immer noch Eisenplatten, die hier unten rausflutschen. Und nicht wenige. So lange, bis die Kisten natürlich leer sind. Das ist natürlich dann in einem Fall, wo mal viel produziert wird, allerdings nicht so viel abgenommen wird. Ich sag mal so, das wird jetzt, im Moment brauche ich nicht, das heißt, es wird nur produziert. Wird das natürlich auch eingelagert hier alles. Das staut sich dann auf. Wenn die Kisten voll sind, sind sie voll. Aber im Notfall ist immer ein Pufferspeicher da, der Material abgeben kann für eventuelle, ja, für eventuelle Bauten, die man schnell erledigen will. Oder wenn man schnell, wenn man seine Base erweitert hat. Und ja, ist eine ganz gute Sache. Ja, Leute, das war's wieder mit diesen 5 Tipps und Tricks. Wenn es euch gefallen hat, gerne kommentieren, abonnieren, Like da lassen, wie auch immer ihr wollt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, macht's gut, haut rein, tschüss.